Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Reiter und wir sind in Folge 207 von Aborion. Ja, ich bin schon weitergeflogen, bin hier in dem Sektor, wo da oben die Basis von den Kopuivachi Hauptquartier ist. Und da werden wir jetzt nochmal anfragen, was die Sache ist. Der Thomas Stehler hat aber auch noch geschrieben und hatte gesagt, ich sollte mal zusehen, dass ich in den Kern komme, solange ich noch kann. Falls das Spiel irgendwann merkt, ich darf da gar nicht hin, soll da Ressourcen abbauen, damit ich dann mir die passenden Schilde, Waffen etc. bauen kann. Da gibt es ja Abo und so. Dann würde ich sagen, nach dem Intro legen wir da mal los. Bis gleich. So, dann fragen wir da mal gerade noch an. Den was? Und wie willst du sie zerstören? Genau, wie? Ich öffne Wurmlöcher, durch die zu Hilfe kommen. Dann müsst ihr mir vertrauen. Das ist unser Problem, wenn man genau weiß es. Schon gut, nee, das wäre die Fall. Das wär komm, ich probiere es nochmal hier mit. Das klingt nach keiner guten Idee. Okay, die sind nicht dabei. Dann sollen die bleiben, wo der Pfeffer wächst. Gut, dann setzen wir uns mal in Bewegung mit den entsprechenden Schiffen. Nur dieses ist jetzt gerade wahrscheinlich kein gutes Schiff dafür. Wir müssen mal schauen, dass wir eins nehmen, was dann doch ein bisschen besser ist. Was haben wir denn hier? Ah, da in dem Sektor sind wir Traveler. Der Traveler. Gehen wir mal gerade rein, ob der taucht. War das unser Reiseschiff? Ich glaube schon, ne? Schauen wir mal. Ja, das war der entscheidende. So, jetzt müssen wir nur gucken, wie wir von hier. Ah, okay, das ist ja nicht ganz so weit weg. Ne? Gibt es hier noch eine Basis, die wir noch anfragen konnten? Ja, das Ebuibu. Oder so ähnlich, Hauptquartier. Und die hätten wir auch noch nicht gefragt, ne? Neutral sind die noch. Haben wir hier einen Handelsposten oder sowas? Ja. Das machen wir auf jeden Fall noch. Der ist hier vorne gleich. Das ist sehr schön. Dann fliegen wir doch da mal gerade dran. Ne? Machen da ein bisschen Handel, damit wir besser und schlechter werden. Ne? Beziehungsweise ne? Natürlich besser. Bin ich schon vorbei an dem Schiff? Ja. Oh, da ist der Traktorstrahl. F geht nicht. Ha, Traktorstrahl F. Wieso geht F nicht mehr? Güter handeln. Dafür muss ich aber gedockt sein, sagt er mir ja gleich. Gut. Ich weiß nicht, warum jetzt F gerade nicht ging. Ich bin auch schon fast dran, ne? Irgendwas ist faul im Lande. Lizenz für besondere Güter kaufen. Güter handeln. Nehmen wir das hier. Ne, die nehmen wir nicht. Die sind zu gefährlich vielleicht. Hier unten die 59 Turbinen, die kaufen wir erstmal. So, Funnel besser. Verkaufen. Kaufen. In deinem Schiff passt nicht mehr Turbinen. Verkaufen. Kaufen. Was geht jetzt hier nicht? Dass da die 59 nicht steht, ganz klar. Kaufen. Verkaufen. Kaufen. Wir sind schon gut mit denen, ne?
Hat es noch was gebracht? Weiß ich nicht. Wir können noch mal gucken, ob die 15.000. Ja, doch, es geht noch was hoch. Siebenundzwanzigtausend dazugekommen. 30.000 dazugekommen. 33.000 dazugekommen. 36 dazugekommen. 39 dazugekommen. 43 dazugekommen, 45 dazugekommen. Ich glaube, jetzt war es das. Gut, dann fragen wir da auch noch mal gerade an. Den Handelsposten wollen wir nicht anfragen. Wir müssen mit den anderen anfragen. Wo ist die Station? Wo ist das Häuschen da? Okay. So, jetzt sind wir da losgelöst, dann können wir da mal reingucken. Xotan Wurmloch. Genau. Das ist eure Gelegenheit. Auch keine gute Idee. Okay, dann war es das auch. Dann haben wir das hier geschafft. Einer gegen alle, alle gegen einen. Mission aktualisiert. Ja. Karte aufrufen und wir müssen jetzt schauen, dass wir halt in die Region kommen, wo der Dingens ist. Der Gürtel ist. Da waren wir schon mal. Das bedeutet, das anklicken, das anklicken, das anklicken. Das und starten. Und dann sollte er da alleine hinfliegen. Gut, schauen wir mal nach weiteren Schiffen, die wir noch haben, die vielleicht noch eine Lösung für uns sein könnten. Aber so viel haben wir da gar nicht, ne? Der Elch ist ein kleines Kriegsschiff sozusagen. Das sollte den Albatros ja begleiten. Steht auch schon woanders. Und der Albatros. Das ist die Ölbohrturm. Die Öl, der Ölbohrturm. Meine 1 Spritquelle, Lady. Es hat keinen Sinn, wir müssen einfach mal da jetzt hin irgendwie und was abbauen, ne? Craft. Was denn mit dem Craft los? Lass uns da mal reingehen. Zu Craft wechseln. Was war Craft noch für ein Schiff? Keine Ahnung. So, mal gucken. Auch noch so ein Rohbau, ne? Bisschen was kann er sich ja schon mal wehren, ne? Aber komm, wir nehmen den mit. Weil der hat eher Baerbock-Laser, dann kann der definitiv, sag schon, was hat er denn hier für Fähigkeiten? So wie es aussieht, keine. Aber der kann auf jeden Fall erstmal dahin fliegen. Das bedeutet, der hat auch gute Sprungreichweite schon mal, das ist schon mal was. Dann lass ihn mal hierhin fliegen. Erstmal bis dahin. Und starten wir das, damit wir da weiter hinkommen mit der Geschichte. Das ist der Albatros, aber der Albatros, der war doch auch nicht so dolle, ne? Wechsel mal gerade rein, bis die anderen da irgendwo hingeflogen sind. Gucken uns den nochmal an, was der hat oder kann oder macht. Den haben wir fertig gekauft, glaube ich, ne? Da kann nix. Was hat er hier für einen? Ein Händler ist das. Und den lassen wir schon mal außen vor, der bringt uns nicht weiter. Lady 2 Spritquelle.
Was ist Ausreiter 3? Ich glaube, das ist auch ein Abbauschiff, oder? Ich meine ja. Ja. Das sieht stark danach aus und es sieht auch bestimmt so aus, dass der nicht so viel kann. Obwohl, er hat hier wenigstens zwei rote Waffen schon. Power-Reparatur, Distanzverteidigungslaser in so einer Farbe? Legendär. Komm, dann nehmen wir den auch noch damit hin. Karte. Ah, der hat natürlich Sprungreichweiten von böse. Zwischen gut und böse wechselt das, ne? Da sieht man noch gar nicht mehr, wo der hier aufhört. Oder hört das hier auf? Ah, hört hier auf. Okay, jetzt ist er aus dem Bild. War ich jetzt auf dem hier? Ja. Der muss nach da. Schnell. Ist er auch weg. Gut, ich denke mal dann, die anderen brauche ich glaube gar nicht angucken. Das sind alle unsere Schiffe. Albatros als Reiter. Craft haben wir. Elch Lady. Lady 2. Meiner Spritgirl Traveler. Gut. Er fliegt zur Barriere da oben schon, oder was? Da will ich hin. Wo ist denn 199? Doch diese Richtung. Ne, das ist noch nicht da, ne? 199. Ah, das war da dann. Okay. Der Craft ist da angekommen. Das bedeutet, der sollte jetzt mal auf die andere Seite der Galaxie springen? Nee, das wollen wir nicht. Sind wir da schon mal gewesen? Ja, muss ja. Aber das ist die andere Seite der Galaxie. Das ist ein schlechter Sprung. Hier ist die Barriere, genau. Das heißt, wo ist unser Ziel? Hier oben. Sind wir da immer hingesprungen? Muss wohl, ne? Traveler. Starten. Die Route ist zu kurz. Starten. Hat er das wieder gesagt? Okay, da. Starten. Die Route ist zu kurz. Er sagt das immer. Ich glaube, das war's. Das Spiel hat's gemerkt, Thomas, glaube ich. Während ich denke, dass wir hier rüber gesprungen sind, meines Erachtens, aber. Lass uns den, jetzt ist er aus dem Bildschirm raus, den Traveler mal hierhin fliegen lassen. Da. Mach mal dahin. Starten. Und er hier. Craft. So. Ich weiß jetzt nicht, wo ich da bin ich hingeflogen. Und da Gefahr für Hinterhalt.
Na, dann starten wir mal so. Okay, das haben wir erstmal. Wer war noch mit auf der Reise? Traveler, Craft. Und den Dreier hatten wir noch ausgewählt, ne? Der hat das Ziel, nach da zu fliegen. Okay. Dann würde ich aber sagen, machen wir erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Ahnung habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.